Herzlich willkommen zur heutigen Folge der Sommeliermacher. Diesmal als Special Edition Outside the Box haben wir passend zu Ostern das Thema Harmonie von Schokolade und Wein. Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, Volker Danko, Inhaber vom Ahrland. Herzlich willkommen. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Natürlich haben wir in der Folge 7 vor 2 Wochen ein Gewinnspiel gehabt. Und da möchte ich gerne jetzt als allererstes noch den Gewinner ziehen. Wir hatten ja zu verlosen zum einen den Hart, das Goldtröpfchen Auslese. Und zum anderen hatten wir auch hier noch Erben von Beuwitz, ein großes Gewächs. Und den Gewinner darf ich nun verkünden. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, die Frage lautete, wie heißt die an der Mosel am meisten angebaute Rebsorte? Es gab zur Auswahl A. Chenin Blanc, B. Riesling oder C. Müller-Thurgau. Und die richtige Antwort war Riesling und gewonnen hat Thomas Kunze. Und der Gewinner wird von uns übers IWI kontaktiert. Selbstverständlich haben wir am Ende auch ein neues Gewinnspiel, also bleibt einfach dran und hört bis zum Ende zu. Vielleicht verraten wir ja schon die Antwort irgendwann in unserem Wissen. Viel Vergnügen! Damit darf ich auch eigentlich schon das Wort an unseren Experten für Schokolade weitergeben, beziehungsweise Schokolade und Wein, da im Ahrland beides auch verkauft wird. Und damit übergebe ich gerne das Wort passend zu Ostern jetzt einfach auch an Volker Danko und wir sprechen gemeinsam über die Harmonie. Und ich darf dir gerne das Wort übergeben. Ja, herzlichen Dank. Harmonie, Liaison von Schokolade und Wein passt natürlich jetzt zur Osterzeit. Der Osterhase kommt ja angehoppelt nächste Woche. Und ja, wir haben unheimlich viel Osterhasen unterwegs jedes Jahr. Wir haben das mal nachgeforscht. Wir haben also in der Tat 220 Millionen Osterhasen, die wir hier in Deutschland verzehren. Hättest du dir das vorstellen können? Nee, die Zahl ist tatsächlich sehr groß. Und wie ich auch sehe, gibt es da tatsächlich auch verschiedene Varianten von dem Osterhasen. Es ist gar nicht immer nur der klassische Vollmilch-Osterhasen, wie man ihn dann doch noch aus der Kindheit kennt, sondern da hat sich doch auch einiges getan und sind da auch verschiedene Geschmacksrichtungen einfach vom Ganzen mit dabei. Ja, gibt da also auch in der Tat Bitterschokolade und auch weiße Schokolade. Also nicht nur, wie du gerade sagtest, den Vollmilchschokolade, genau. Den man und so da, klassisch kennt. Den man so klassisch kennt, genau. Ja, und genau diesen weißen und dunklen Schokoladentypen, dem wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Sehr schön. Ich habe aus unserem Geschäft einmal 2 Schokoladen mitgebracht. Eine weiße Schokolade. Aber nicht nur eine reine weiße Schokolade, sondern eine mit Pistazienmasse angereicherte und mit etwas Salz abgeschmeckte. Die werden wir mit einem Weißwein aus Baden, einem Muscatella Feinherb, gleich verkosten. Und im Bitterbereich eine 72%ige Schokolade aus Tansania. Und dazu haben wir einen Rotwein von der A, aber auch nicht so einen ganz typischen Rotwein. Dazu gleich noch Näheres. Ja, Schokolade und Wein ist ja schon seit langem Thema, ist ja jetzt nicht das Neueste vom Neuesten, aber es ist eigentlich immer Thema, weil diese 2 Produkte, Schokolade und Wein, sehr gut miteinander harmonieren und weil sie auch sehr viel gemeinsam haben. Ja, also wir haben eine lange Geschichte bei Wein, bei Schokolade auch. Ursprünglich kommt die Schokolade aus Südamerika. Ist dann rübergeschwappt nach Afrika, nach Asien. Mittlerweile kommt das meiste aus Afrika und aus Asien, aus Südamerika gar nicht mehr so viel. Wir haben auch bei den Inhaltsstoffen Gemeinsamkeiten, wie die Phenole zum Beispiel. Genau. Ja, diese ganzen Aromen, die wir haben, ist auch sehr ähnlich strukturiert. Und auch von der Herstellung her haben wir Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel die Gärung. Die Gärung. Genau, die Gärung. Bei der Schokolade, bei der Kakaobohne nennt man das Ganze dann Fermentation. Aber letztendlich ist es nichts anderes.
Unterschied ist natürlich, was denkst du, wo der große Unterschied liegt bei Schokolade und Wein? Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass wahrscheinlich Schokolade immer ein bisschen süßer ist. Ja, kommt natürlich drauf an. Es gibt auch süßen Wein. Das stimmt, das stimmt. Das andere könnte vielleicht einfach in der Herstellung sein. Also welche verschiedenen Punkte sind sozusagen bei der Produktion von Schokolade mit dabei, die vielleicht beim Wein, die es nicht gibt. Genau. Und vor allen Dingen der Alkohol. Ne? Schokolade hat in der Regel, wenn wir sie nicht aromatisieren, kein Alkohol. Das stimmt. Trotz Fermentation. Gut. Bei der Schokolade, bei der Kakaoherstellung gibt es auch, wie beim Wein auch, sehr viele Einzelschritte. Ich will die nicht alle erklären, ich will sie mal kurz nennen. Wir haben zunächst einmal das Trocknen, dann, also zunächst mal, was ich eben gesagt habe, die Fermentation, das kommt als erstes, dann das Trocknen. Dann haben wir eine Vorreinigung der Kakaobohnen. Dann werden sie in der Regel schon in die Länder wie jetzt hier nach Europa transportiert, also wo sie dann weiterverarbeitet werden. Ganz entscheidend ist bei der Verarbeitung das Rösten, weil Rösten kann man sehr viel richtig machen, aber auch sehr viel falsch machen. Wenn man zu lange röstet, zu kurz röstet, hat man eben eine nicht so gute Schokolade. Die Schokolade wird gebrochen, sie wird gemahlen. Wir haben das Walzen. Ja, und dann spricht man ja so gerne auch in der Werbung von dem Kongieren. Was bedeutet das denn eigentlich genau, das Kongieren? Ja, das Kongieren muss man sich eigentlich so vorstellen, dass die Schokoladenmasse, die wir mittlerweile eben schon erzeugt haben, dass die mit Luft angereichert wird, dass sie also im Prinzip ständig umgewälzt wird. Okay. Ja, das ist also das Kongierprozess. Umso länger ich kongiere, umso mehr Cremigkeit, umso mehr Luft bekommt die Schokolade, umso aufgeschlossener ist die Schokolade auch. Ne? Ganz wichtig auch die Temperatur, die dann immer eine Rolle spielt, dass die nicht zu hoch, zu niedrig ist, weil sonst haben wir auch eine minderwertige Schokolade. Und dann kann sie im Prinzip in Hafer gegossen werden und dann ist sie fertig. Oder in den Osterhasen. Oder in den Osterhasen, genau. Da wären wir wieder bei dem Osterhasen. Genau. Genau. Ja. Thema heute soll ja sein Schokolade und Wein. Was genau. Passt eigentlich zusammen? Die Klassiker sind eigentlich die dunkle Schokolade zu schwereren Rotweinen, die weißen Schokoladen, die ja immer süßer wirken, süßer sind, dann eher zu weißen, klassisch eine Riesling-Auslese zum Beispiel, passt immer sehr gut zusammen. Weil ein Riesling natürlich immer schönes süßes Säurespiel hat. Das ist immer ganz wichtig. Auf die Komponenten muss man bei der Auswahl der Weine und der Schokolade auch immer schauen. Süße, Säure, Extraktstoffe, auch die Röststoffe, die wir bei beiden Produkten haben. Alles das muss zusammenpassen. Haben wir denn jetzt heute zwei klassische Vertreter oder sind es da doch eher ungewöhnliche Kombinationspartner, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen mal etwas Besonderes und nochmal einen anderen Anreiz bringen? Ja. Ich habe keine Riesling-Auslese ausgesucht, sehr gut. Sondern einen Muscateller aus Baden, und zwar ein Muscateller Feinherb. Okay. Hat also nicht so viel Süße wie jetzt die Riesling-Auslese, aber dafür hat die Muscateller als aromenbetonte Rebsorte ja sehr, sehr viel Aroma, sehr intensiv von der Aromenstruktur her. Und das kompensiert so ein bisschen die Süße. Auf der anderen Seite, ich habe es eben schon angesprochen, wir haben ja die Schokolade nicht nur als reine weiße Schokolade, sondern als Schokolade verfeinert mit den Pistazien, mit Pistazienmasse, ist also in der Schokolade mitverarbeitet, und einen Hauch von Salz. Ja? Also dadurch haben wir nicht so diese typische ganz süße weiße Schokolade, sondern eine etwas modifizierte weiße Schokolade. Etwas Besonderes. Genau, Ganzen. Etwas Besonderes. Wir wollen ja hier auch ein bisschen ab von den normalen Wegen gehen. Das stimmt. Ja, ja, und dazu, wie gesagt, den Muscateller. Da wollen wir doch dann im Prinzip einfach mal einsteigen. Ja, sehr gerne. Bevor ich jetzt eine Schokolade direkt esse, ich habe den Griff schon gesehen, der zum Schokolade führt. Ja, also wenn natürlich, ich schon Schokolade vor mir stehen habe, ist natürlich die Versuchung groß und sie riecht schon unglaublich gut. Ja, und wir dürfen sie jetzt auch mal in die Hand nehmen. Okay. Ja, wunderbar.
Aber bitte nicht direkt in den Mund stecken. Also wenn ich schon mal Verkostung bei uns im Geschäft mache und mit Schokolade, da muss ich mal aufpassen, dass die Leute nicht Schokolade schon, schon verzehrt haben, bevor ich überhaupt angefangen habe, was zu sagen. Weil eine Schokolade will genauso behandelt werden wie ein Wein. Zunächst einmal, man schaut die Schokolade an, genauso wie ich den Wein anschaue. Schaue, wie die Farbe beim Wein ist, schaue ich, wie die Schokolade sich präsentiert. Ja. Ist sie glänzend? Ist sie porös? Ist sie matt? Ist sie grau, ganz schlimm, ja? Oder hat sie wirklich so einen schönen Glanz wie hier unsere weiße Pistazienschokolade? Ja, die auch? Ja. Absolut, schöner Glanz, ja. Wirklich da, sehr schön. Auch beim Wein, die Frische, die Reflexe, die auch da mit drin sind, auch beides wirklich da, Qualitätszeichen. Ja, das finde ich auch. Das ist wirklich eine schöne, schon farblich eine schöne Harmonie. Jetzt wollen wir mal schauen, wie es vom Aroma in der Nase ist. Also hier haben wir ja die Pistazie, die Schokoladenbutter, die wir riechen. Also dieses, schon dieses Buttrige. Das ist bei der weißen Schokolade natürlich immer sehr dominierend. Dann haben wir ja diese bisschen Röstaromen von der Pistazie. Und wir gehen dann mal mit dem Wein dazu. Hier haben wir diese doch deutlichen Muscatella-Aromen. Diese dichten, ja, schon so ein bisschen sehr aromatisch und vom Geruch her auch schon sehr passend zueinander. Mhm. So, und jetzt dürfen wir das Ganze auch mal. Wir dürfen einmal in den Gaumen. Auch hier wieder Zeit. Schokolade braucht Zeit, auch im Gaumen. Sie muss sich erst einmal ein bisschen warm werden, muss sich entwickeln. Speichelfluss, man merkt schon, geht auf los. Die Zunge legen, dass sie einfach da auch so ein bisschen die Zunge bedeckt, sodass man danach, auch wenn man den Wein trinkt, dann auch schön ein harmonisches Spiel im Mund auch hat. So, und jetzt dürfen wir den Wein. Ja, man merkt eine sehr schöne Harmonie und das ist eigentlich das, was man auch möchte. Die Frage ist ja, bleibt ja zu stellen, warum machen wir das Ganze, ne? Das stimmt. Wir machen es, denke ich mal, wenn man es probiert hat, dann merkt man, warum man es macht, weil es wirklich ein Feuerwerk von Aromen gibt. Man kann nicht sagen, Wein, Aromen, Geschmack plus Schokolade. 1 plus 1 gleich 2, sondern wir haben hier viel mehr. Wir haben wirklich eine Explosion an Aromen, Geschmackskomponenten im Gaumen. Wir sprechen bei Schokolade von über 800 Aromen, die wir in der Schokolade haben, beim Wein von 1000 bis 1100. Und die werden jetzt wirklich aktiviert durch dieses Gemeinsame. Der Alkohol vom Wein kitzelt quasi die Aromen aus der Schokolade auch noch kräftig heraus. Auf der anderen Seite, der Alkohol tritt etwas in den Hintergrund. Wir haben kein alkoholisches Erlebnis, sondern wir haben ein Erlebnis von der Süße, ein bisschen Salz hier in diesem Falle, von den Aromen des Weines, von den Gerbstoffen, die sich auch wirklich auf einer Balance wieder treffen. Also auch gerade in der Schokolade ist auch einfach das Besondere, diese feine Salznote, die doch nochmal diese aromatische Rebsorte von Muscatella nochmal stärker hervorbringt, nochmal schöner darstellt. Ich habe den Wein auch gerade einmal so auch probiert und muss sagen, ein bisschen fehlt mir da schon die Schokolade, weil einfach die Schokolade das Ganze nochmal ein bisschen runder und harmonischer macht vom Ganzen her. Ja, und wir haben bei beiden auch wieder Gleichheit. Und das ist gerade bei den Aromen ja das Wichtigste, die Polyphenole, die ja eine Rolle spielen, beim Wein und eben auch bei der Schokolade. Beides haben wir in gut gemachten Produkten ausreichend da und die sind dafür da, dass die Aromen eben und die Geschmacksstoffe auch wirklich erlebbar mit allen Sinnen begreifbar sind. Jetzt eine Frage an dich als Experten. Wann bietet sich denn am besten an, diese Kombination auch zu essen? Ist es eher eine Dessert-Variante, dass man sagt, wenn man Gäste da hat, man bietet Schokolade und Wein an? Oder ist es etwas, weil Wein kann man ja eigentlich immer trinken. Also da würde ich jetzt nicht speziell sagen, dass man einen Anlass braucht. Wann kombiniert man das denn am besten mit Schokolade? Also einmal natürlich solo.
also ohne jetzt immer ein Essen dazu kreieren zu müssen. Wenn man es in einem Abend mit einem Essen verbinden möchte, dann würde ich es eigentlich am Schluss als Dessert nehmen. Ja, kein Käse davor, das würde mir jetzt zu viel werden. Mhm. Ja, aber nach dem Hauptgang ein bisschen Pause und dann sich mit der Schokolade auseinandersetzen und mit dem Wein dann entsprechend, das macht eigentlich Sinn und das macht dann auch letztlich Spaß. Gebe ich dir absolut recht. Ja, dann würde ich sagen, starten wir in den zweiten Wein. Probieren wir die zweite. Ich bin schon sehr neugierig, wie diese Kombination passt. Hier habe ich jetzt eine 72-prozentige Schokolade ausgesucht von Maibona. Ein Haus, was auch ausschließlich Schokolade erstellt von der Bohne an, Bean to Bar, wie sich das so schön nennt. Also keine Rohmasse verarbeitet, wie 95% der übrigen Anbieter, sondern den gesamten Produktionsprozess in ihrem Hause macht und dadurch auch natürlich auf jeden Prozess auch Einfluss eben hat und haben kann. Ich habe sie hier mal einfach als Tafel hingelegt und da sieht man auch wieder, dass sie eine schöne Farbe hat, dass sie so ein bisschen glänzend auch ist. Und hier würde ich jetzt gerne mal diesen berühmt-berüchtigten Knick-Knack auch machen. Ja, da denke ich mal, das hört man dann auch. Und ja, wenn es so knackt und wenn es dann eine feine, schöne Kante hat, genau, ist dann, das auch da das Zeichen für Qualität. Dann haben wir wieder ein wirkliches Qualitätsmerkmal. Wir haben sie schon mal so ein bisschen aufgebrochen. Ich habe dir da auch schon mal was zurecht gemacht. Und damit auch die Schokolade wie der Wein auch so ein bisschen Luft bekommt, um sich auch schon ein bisschen zu entfalten. Dazu haben wir jetzt einen Rotwein im Glas. Das ist auch nicht so ein ganz typischer Wein. Wir sind an der A hier geblieben, haben den Viroso aus dem Weingut Burggarten genommen. Viroso ist ein Cuvée von Cabernet Sauvignon, Merlot und Spätburgunder. Warum ein Cuvée? Spätburgunder allein ist manchmal etwas schwierig für Schokolade, weil doch die Säure noch etwas prägnanter ist beim Spätburgunder. Cabernet Sauvignon, Merlot sind etwas kräftiger, haben etwas weniger Säure. Merlot gibt noch so ein bisschen Frucht in den Wein und das passt, finde ich, sehr, sehr gut eben zu der Schokolade, die wir jetzt hier vor uns haben, die wir auch mal riechen. Und wenn wir da mal unsere Nase dran halten, was riechst du so spontan? Ja, Röstaromen tatsächlich ein bisschen. Ja. Vanille. Ein bisschen Kirsche finde ich auch. So dunkle, absolut, so dunkle Kirschen kommen da schön raus. Ja, gerade eben auch auf dieser fruchtigen Note, die diese Schokolade aufweist, passt eben auch sehr schön diese fruchtige Note, die der Merlot hier noch in den Wein bringt. Aber eben auch Tannine, die wir ja bei der Schokolade auch wieder finden. Auch hier wieder im Prinzip beides vertreten. Röstaromen, Vanille vom Holzfassausbau. Das alles haben wir in der Schokolade im Prinzip auch. Wir dürfen sie jetzt auch mal wieder. Also allein genießen. Vom Geruch muss ich auch dir da wieder absolut recht geben. Sind sie auch wieder sehr ähnlich. Die dunkle Schokolade braucht noch etwas länger im Gaumen, bis die sich wirklich aufgeschlossen hat. Ja, also die muss so richtig den Gaumen benetzen, bis hinten im Rachen, dass man wirklich die Schokolade überall präsent hat im Gaumen. Dann kommt auch die fruchtige Komponente noch mal stärker in den Vordergrund. Man hat wirklich auch das Gefühl, der ganze Mund ist ausgekleidet mit dieser Schokolade. Und dann ist wahrscheinlich auch der beste Zeitpunkt, um den Wein damit zu verkosten. Genau, das machen wir jetzt. Ja, und wenn man das genießt, wenn man das erlebt, dann weiß man, warum man das macht. Ja, absolut. Schokolade also auch Wein hier bleibt einfach noch länger im Gaumen. Es ist im Abgang auch viel länger. Man hat noch ein bisschen Schokolade, jetzt habe immer noch so ein bisschen auf der Zunge. Ja. Die ist immer noch präsent. Auch hinten die feine haben wir Frucht. Die feine Frucht und hinten verstärkt. Die Gerbstoffe. Haben wir ein viel längeres Erlebnis mit jedem Schluck Wein, als wenn wir den Wein solo probieren. Ja. Ja,
Das ist das Ziel. Wir brauchen oder wir möchten bei Schokolade und Wein wirklich eine möglichst größte Harmonie haben. Vergleich das immer so ein bisschen mit, ne, mit einer guten Ehe. Ja, es gibt Traumpaare, ja, die, das ist das, was man anstrebt oder was wir anstreben. Ja. Es gibt natürlich auch schon mal Disharmonie. Manchmal passt es so gar nicht. Das, ja, kann auch passieren, wenn man die falschen Produkte auswählt. Aber wenn es passt, dann passt es eigentlich. Dann passt es richtig. Dann passt es richtig, genau. Mhm. Ja, was sollte man denn beachten beim Kauf von Schokolade? Ist es da vielleicht ähnlich wie beim Wein, dass man sozusagen auch da gewisse Merkmale hat, womit man erkennt, dass es ein besonders hochwertiger Wein ist? Oder Schokolade? Ja, man hat sogar noch ein bisschen mehr Merkmale als beim Wein. Da beim Wein haben wir ja relativ wenig Angaben auf der Flasche. Kann uns ja passieren, dass nur draufsteht Spätburgunder oder Cabernet Sauvignon oder irgendeine Rebsorte, ein Weingut, was natürlich dann vielleicht schon mal für die Qualität an sich spricht. Schokolade als reines Lebensmittel hat natürlich den Vorteil, da können wir auch mal auf die Zutatenliste schauen. Und da haben wir hier zum Beispiel draufstehen Kakaomasse, 59% Zucker, ist natürlich immer dabei. Auch bei den Bitterschokoladen wird natürlich immer weniger, umso höher der Kakaoanteil ist. Kakaobutter. Wir haben hier Bourbon-Vanille, das ist schon mal ein ganz klassisches Merkmal einer sehr guten Schokolade, weil hier sehr viel naturidentische Aromen verwendet werden. Ja, und das war's dann schon. Mehr steht hier nicht drauf und mehr ist auch nicht drin. Ja, und wenn man dann mal eine, wir kennen die Schokolade mit der komischen Kuh, ja, oder auch andere handelsüblichen Schokoladen nimmt, was dann da alles so Schönes draufsteht, das ist dann schon wieder ein bisschen mehr an Konservierungsstoffen oder an vor allen Dingen aber an Aromen, die uns irgendwas vorgaukeln sollen. Dann ist Aromen ja eigentlich auch nicht unbedingt was ganz Schlimmes, aber sie sind immer eindimensional. Ja, und wenn ich die zugebe, wenn ich natürliche Aromen habe, dann habe ich das, was wir gerade erlebt haben. Wir haben die Breite und das Langanhaltende im Gaumen. Und deshalb, wie gesagt, sollte man schon mal schauen, was hinten drauf steht. Wie ist die Zutatenliste? Da kann man dann auch schon mal drauf zurückkommen, wie eben die Schokolade dann auch wirklich hergestellt ist. Also das ist schon mal ein Merkmal. Ansonsten ist man natürlich dann wirklich auch darauf, muss man darauf achten, wie sie aussieht, was wir eben auch getan haben. Das ist dann natürlich auch ein Kriterium. Hier habe ich eben schon mal gesagt, das ist eine Bean-to-Bar-Schokolade. Das heißt also, man muss sich so vorstellen, dass wir 95-98% der Schokoladen, die wir hier auf dem deutschen Markt haben, da steht eigentlich ein Hersteller dahinter, der die Rohmasse produziert und je nach eben dem Gusto der einzelnen Firmen. Und die gießen die dann quasi nur noch als Tafel in Form. Ja, das ist so die normale Herstellung. Die kleineren Hersteller, die es mittlerweile Gott sei Dank auch wieder gibt, die machen eben die gesamte Herstellung im eigenen Haus. Sie kaufen die Kakaobohnen und rösten und kongieren und so weiter. Machen alles in einem. Hast du denn noch einen besonderen Tipp, welche Kombination denn auch besonders gut passt? Also du hattest ja schon so ein paar Regeln am Anfang genannt, dass man zum Beispiel einen Süßwein hat zur weißen Schokolade. Aber es gibt ja auch tatsächlich bei den dunklen Schokoladen gibt es ja auch eine breite Bandbreite und viele verschiedene Facetten mit unterschiedlichen Kakaoanteilen. Kann man sich da vielleicht auch irgendwie einen Merksatz haben, gerade für so dunkle Schokoladen, was man da hätte? Ja, also wir haben eine 99 und auch sogar eine 100%ige Schokolade bei uns im Sortiment. Und da trinke ich dann am liebsten wirklich einen schönen, kräftigen Amarone oder auch ein Barolo. Das passt da also wirklich hervorragend. Also umso dunkler man sozusagen auch wird von der Schokolade, umso eher kann man dann auch einen noch hochwertigeren und auch einen sehr kräftigen Wein auch dazu kombinieren, um sozusagen hier die Brücke zu spannen, auch gerade bezüglich den Weißweinen und den Süßweinen, die man noch genau hat. Genau, es gibt dann noch eine Variante bei 100%iger Schokolade, das ist dann auch ein Portwein. Ne? Ja. Das kann man also auch machen. Ja. Weil der hat dann auch wieder, das ist dann wieder eine ganz andere Art, da haben wir dann eher wieder die süßen Komponenten, die dann im Gegenspiel zu der Schokolade ein bisschen arbeiten.
Aber auch nicht uninteressant. Aber bei mir steht eigentlich in der Regel, wenn 99% oder 100%, dann bin ich so eher der Amarone Barolo-Fan. Alles klar. Ja, wir haben vieles gelernt über die unterschiedlichen Facetten der Schokolade, wozu es passt, was das Besondere ist, welche einzelnen Produktionsschritte es auch einfach bei der Schokolade gibt. Und damit sage ich zum einen vielen Dank, Volker Danko, für die kleinen Erläuterungen zum Thema Schokolade und Wein, dass wir auch hier eine besondere Kombination auch einfach probieren konnten. Und damit komme ich tatsächlich auch schon zu unserer Gewinnspielfrage, die ich am Anfang ja schon angekündigt habe. Wir verlosen das Set, was wir heute hier verkostet haben, also die beiden Schokoladen und die beiden Weine, sodass der Gewinner zu Hause auch diesen Wein oder beziehungsweise diese Kombination einmal probieren kann. Die Frage dazu lautet: Zu welchem Wein passt 100%ige Schokolade am besten? Ist es A. Sauternes, B. Amarone oder C. trockener Riesling? Und damit bleibt mir eigentlich nur nochmal dir Danke zu sagen. Abonniert uns gerne auf YouTube, schaut euch die Folgen gerne an, teilt sie auch hier auf Facebook. Und am 8. April haben wir tatsächlich eine neue Folge Outside the Box mit neuen spannenden Themen. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss! Ja, tschüss, schönen Abend!